Alexander, hallo, das ist der Islamos-Test gegen den Tannenblut-Test bei euch. Und zwar folgendes: die hier, you like them? Die waren beide nicht so unser Favorit. Ich persönlich muss sagen, die schmecken, also die sind so, als würdest du so ein bisschen so leichten Schleim runterwürgen. Also probiert mal diese Islamos-Mischung da aus, ob die für euch sind. Genau. Die geben mir eben nicht so viel was, ja. Das sind vielleicht bei leichten Halsschmerzen ganz okay. Probiert es einfach mal aus. Was aber mein Favorit ist, und zwar ist hier von Hübner, ja, und zwar das Tannenblut. Ich erinnere mich gerade, ich glaube, wir hatten, we got like those toothpaste also now. Ja, wir haben, im Bad haben wir noch eine Zahnpasta, die könnte ich auch mal vorstellen, die auch ganz cool, zwei Zahnpasten. Und zwar die, so Bio-Zahnpasta, die waren auch von Hübler. Die hier sind ganz geil, weil, zeige ich euch mal, genau, also, wir müssen mal gucken, auch mal aufpassen. Wir haben nämlich erstmal einmal nicht nur diesen isländisch Moos da drin, sondern auch Meersalz. Und die haben noch ein bisschen, ein Moment, Sorbidol, Meersalz, Moosextrakt. Ach, die haben noch was da drin, genau, Moos. Genau, also die haben die eher sowas gewesen. Also die haben diese Mischung von diesem isländischen Moos da drin und noch Meersalz. Das heißt, die wirken deutlich besser und die schmecken auch geiler, weil man diese Meersalzmischung da drin hat. Wenn ihr also was Leichtes sucht, guckt einfach mal nach den Hübner-Dingern da drin. Die kann ich euch empfehlen. Die anderen, die kosten fast genau das Gleiche, also nicht fast genau das Gleiche. Guckt euch nach den Hübner. Ich versuche euch einen Link für beide runter, also sieht die übrigens aus, genau. Also das sind die, die sind hier so ein bisschen orange und die sind so ein bisschen schleimig braun, genau. Aber die sind deutlich stärker, noch durch den Salz, Speichel fließt noch ein bisschen mehr und hast einfach einen längeren Effekt. Die sind nicht so sehr wie Trashies, die sind so gummiartig, so hartgummiartig. Das heißt, du kommst auch nicht auf die Gefahr hin, irgendwie drauf rumzukauen und sofort runterzuschlucken. Die bleiben also ein paar Minuten drin und die kannst du gut nutzen. Ist meine Empfehlung, trockener Hals, die erste Halsweh, die ersten Erkältungen kommen, so als Hausmittel schon, um das Ganze halt so bisschen zu bewegen, wenn du halt nicht jede Stunde einen Tee trinken kannst oder jede halbe Stunde einen Tee trinken kannst. Links unten drunter, wie gesagt, probiert all das mal aus, ob es für euch was ist. Ich kann euch nicht sagen, ob es für den einen oder anderen ist, aber was ich halt jetzt mal gerne mache, ist mal die eine oder andere Sache mal im Vergleich zu testen, ob es uns hilft. Und wie gesagt, das war eher so nicht der Fall, ja, aber hier diese Olbers, die waren für mich ziemlich cool und meiner Frau haben die, genau, diese Emser-Pastillen hat ganz gut gefallen. Das ist so, genau, das ist so die erste Hilfe für Erkältungen. Ciao, ciao und bye.